Jetzt haben wir schon gesagt, es ist auch wichtig, dass wir nur dich testen und nicht vielleicht Gefühle, Empfindungen, Meinungen, die du von anderen Menschen aus deiner Umgebung aufgenommen hast, was im Alltag ja schnell passiert. Ich sage immer, Gefühle sind ansteckend. Wenn einer albern ist, dann kichert bald die ganze Gruppe. Oder wenn die Mutter Angst hat vor dem Gewitter, dauert es nicht lange, hat das Kind auch Angst vor dem Gewitter. Mhm. Über die Spiegelneuronen in unserem Gehirn sind wir einfach so miteinander vernetzt in unseren Familien und anderen sozialen Gruppen, dass wir ja immer mitempfinden, auch mit den anderen. Wenn wir aber etwas über dich herausfinden wollen beim Test, dann brauchen wir diese anderen Einflüsse nicht, die würden stören. Und ob das der Fall ist, das testen wir auch über zwei Testpunkte, nämlich rechts und links in der Ohrkuhle hinterm Ohrläppchen, da wo die größte Vertiefung ist. Einmal links, einmal rechts. Mitte einmal berühren und halten. Und da schaltet was ab. Das heißt, hier haben wir es mit einer Fremdenergie zu tun. Mit prüfen einmal die andere Seite. Rechts in das Ohr fassen und halten. Und da testet der Arm stark. Das heißt, vermutlich haben wir es nur mit einer sogenannten Fremdenergie, mit einem Fremdeinfluss zu tun. Um was es dabei genau geht, das erforschen wir durch weitere Ja-Nein-Fragen. Bitte einmal halten, einmal Ja sagen. Ja. Halten, einmal Nein. Nein. Halten. Okay. Und ich frage jetzt mal, geht es dabei um Fremdenergie von einer Person halten, von mehr als einer Person halten? Nein, das ist wieder die Gegenfrage, um den Testprozess zuverlässig zu machen. Geht es dabei um eine männliche Person halten? Nein, es geht um eine weibliche Person halten. Ja. Gibt es spontan jemand, der dir einfällt, mit dem du dich verbunden fühlst, von der du was aufgenommen haben könntest? Ja, das stimmt. Ich habe gestern mit einer Kollegin telefoniert, die sich sehr viel Sorgen über ihr aktuelles Projekt macht. Und da habe ich mitgefühlt, weil ich diese Situation selber auch kenne. Vielleicht von der. Aha. Gut, dein Unbewusstes weiß es ganz genau. Deshalb fragen wir das. Geht es um Gefühle, Empfindungen dieser Kollegin, die du aufgenommen hast? Halten? Da kriegen wir eine Ja-Antwort. Wenn du das jetzt weißt, dann gibt es drei Möglichkeiten, wie du dich davon befreien kannst. Die einfachste wäre per Beschluss, dass du innerlich einfach beschließt, ich gebe dir alles zurück, was zu ihr gehört und gehe in meine Mitte zurück. Kannst du das auf diese Weise lösen, halten? Ja, das geht. Dann konzentriere dich einfach einen Moment darauf, schließ vielleicht die Augen und beschließ innerlich, dass du dich davon distanzierst, von allem, was du da aufgenommen hattest. Ja, ich habe mir jetzt einfach nochmal bewusst gemacht, dass das ja ihr Projekt ist und dass mein Projekt ja eigentlich ganz gut läuft und ich mir da keine Sorgen machen muss. Genau. Okay, wir testen das nach. Können wir einmal verbal machen, war das ausreichend? Einmal nonverbal, nochmal hinter das linke Ohr fassen, in die Ohrkuhle und halten. Und wir kriegen hier keine Stressanzeige mehr, der Muskel bleibt stark. Das heißt, du bist jetzt 100% in deiner eigenen Energie. Nochmal beide Arme. Sag mal, ich bin 100% in meiner Mitte und meiner Energie. Ich bin 100% in meiner Mitte und meiner Energie. Halten. Ich habe noch was von anderen Menschen aufgenommen. Ich habe noch was von anderen Menschen aufgenommen. Halten. Nein. Okay, das heißt, alle weiteren Tests beziehen sich wirklich nur auf dich, auf deinen Organismus, auf deine Seele, auf deinen Geist. Und was mache ich jetzt, wenn ich zum Beispiel das mir nicht so einfach vorstellen kann, dass ich das ihr zurückgebe und dass ich zu 100% in meiner eigenen Energie bin? Ja, da gibt es zwei weitere Möglichkeiten, die wir nutzen können. Die eine eignet sich besonders für Leute, die gut visualisieren können. Dann machen wir eine kleine Visualisierungsübung. Das können wir ja auch mal so demonstrieren, bei dem Beispiel ruhig. Ja. Mhm. Wir würden da austesten, über welches Chakra, welches Energiezentrum diese Verbindung geflossen ist. Einmal
einmal halten. Und ich halte die Hand jeweils so 5 bis 7 Zentimeter oberhalb des Kronenchakras, vor das Stirnchakra, vor das Kehlchakra, vor das Herzchakra. Da kriegen wir wieder die Stressanzeige. Vor das Solarplexuschakra, das Sakralchakra und das Basischakra. Spielt eine bestimmte Handhaltung eine Rolle dabei? Man macht es so pfötchenförmig. Das hat sich so bewährt. Wenn man so mit dem Finger drauf geht, ist es meist nicht so angenehm. Kann auch als Stress empfunden werden von der Testperson. Ja. Ja, deshalb diese Handhaltung. Das heißt, über die Herzensverbindung wäre dieses Mitgefühl, ja, dieses Mitleid mit der Kollegin geflossen. Die Ablösungsübung dazu machst du bitte so, dass du nochmal die Augen schließt und dir vorstellst, wie von deinem Herzzentrum aus irgendeine Art Band, Seil, Schnur dich verbunden hat mit dieser Kollegin. Und du beschreibst einfach mal, wie das in deiner inneren Vorstellung aussieht, diese Verbindung. Das ist wie ein roter Faden. Mhm. Okay, welches Werkzeug wäre geeignet, diesen roten Faden zu durchtrennen? Eine Nagelschere. Mhm. Gut, dann nimm in deiner Fantasie eine Nagelschere und durchtrenne diese rote Schnur. Habe ich gemacht. Wunderbar. Dann testen wir das nach, halten. Starke Anzeige, kein Stress mehr. Das heißt, das wäre jetzt wirklich auch über diese Vorstellungsübung getrennt, abgekoppelt. Du in deiner Energie, sie in ihrer Energie. Du hast gesagt, es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Welche wäre das? Eine dritte Möglichkeit können wir wählen für Menschen, die vielleicht mit Visualisierungen auch nicht so gut zurechtkommen, die vielleicht mehr auditiv oder taktil orientiert sind, mit dem Visuellen möglicherweise Schwierigkeiten haben. Diese Einflüsse nehmen wir ja überwiegend atmosphärisch auf, ohne bewusstes Tun. Und deshalb können wir eine Ablösung machen, auch über 2 Akupunkte vom Lungenmeridian, wo wir mit der Atemluft die Atmosphäre schnuppern. Ja? Manchmal sagen wir auch, es gibt dicke Luft oder ich kann da gar nicht mehr drin bleiben. Ja? Das ist zum Ersticken und so weiter. Ich muss erstmal den Raum verlassen. Und diese Phänomene stehen da im Hintergrund. Die beiden Akupunkte sind Lunge 2. Das ist hier vor der Schulterkugel, da wo die größte Vertiefung ist. Dieser Punkt wird gehalten. Und der andere Punkt ist hier am Unterarm, Lunge 8, auf der Innenkante der Hand. Dieser Punkt wird meist geklopft. Und wir können das mal demonstrieren, so und so. Und währenddessen kannst du unterstützen noch die Affirmation sagen, ich kehre 100% in meine eigene Energie zurück. Ich kehre 100% in meine eigene Energie zurück. In meine eigene Mitte und meine eigene Kraft. In meine eigene Mitte und meine eigene Kraft. Nochmal tief einatmen. Okay. Woher weiß ich denn, wenn ich Vortests mache mit jemandem, welche dieser 3 Fremdenergieablösungsverfahren ich verwenden muss? Wir haben gesagt, der Muskeltest kann uns auch darüber Auskunft geben, weil das Unbewusste weiß, was für uns selber gut ist. Also wir stellen einfach diese 3 Möglichkeiten vor und testen sie durch. Also was ist die beste Methode für die Ablösung? Kannst du das am besten per Beschluss machen, halten? Am besten per Visualisierung halten, am besten über Lunge 2, Lunge 8 das Klopfen dieser Akupunkte halten. Aha, dann finden wir also unseren Weg über diese Prozessfragen. Wenn mein Muskeltest entscheidet, welche Ablösung ich haben möchte, dann bedeutet das ja, dass wir da ganz klientenzentriert vorgehen können. Das ist der Vorteil der psychosomatischen Kinesiologie, dass ich nicht einfach nur aus Erfahrung heraus irgendeine Methode anwenden muss, sondern ganz spezifisch individuell vorgehen kann.